Vor einiger Zeit hatte ich ja bei meiner CZ75 durch meinen Stammbüchsenmacher Timo Zindel von ZPW Germany, aka Zindel Präzisionswaffen, eine Montagebasis für eine optische Visierung, ein Dr. Sight, anfertigen lassen. Ich hatte dann auf der Landesmeisterschaft dynamische Kurzwaffe in Hessen, Landesverband Hessen, damit auch geschossen. Es hat auch wunderbar funktioniert. Allerdings hat sich ein Problem aufgetan. Und zwar, dieses Problem lag nicht an der Montagebasis, die Timo mir gebaut hat, sondern es lag an der Originalmontagebasis des Dr. Sight. Das hier ist letzten Endes die Montagebasis, die Timo gebaut hat, mit Radius etc. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert, inklusive eines Backup-Kimmenblattes letzten Endes durch den durchgehenden Schlitz für die Kimme, hätte ich also auch als ja, offene Visierung bei einem Ausfall der optischen verwenden können. Dann haben wir das Dr. Sight, was hier mit der original mitgelieferten Montagebasis aufgesetzt war. Und hier ist das Problem. Die Montagebasis ist aus Aluminium und damit ein relativ weiches Material. Nun hat sich herausgestellt, wenn ich nun die Originalmontagebasis auf die Grundmontage aufsetze, muss ich ja hier mit der Rändelschraube das ganze Ding fixieren. So, und hier liegt der Pferdefuß drin. Dieses Konterstück, das letzten Endes über das Gewinde die Verklemmung herstellt, ist so weich, dass sich das Gewinde herausgezogen hat. Und damit fing die Montagebasis, haben wir jetzt im Nachhinein festgestellt, an zu wackeln wie sonst noch was. Und ich glaube nicht, dass sie einen weiteren Wettkampf tatsächlich standgehalten hätte, sondern mir wäre höchstwahrscheinlich die komplette Dr. Sight ins Gesicht geflogen oder nach vorne wäre das Teil weggeflogen. Also habe ich Timo das mitgeteilt und er hat sich dann bereit erklärt, eine neue Montagebasis herzustellen. Und das ist jetzt die neue Montagebasis. Und zwar ist das ganze Ding jetzt ohne Backup. Es ist jetzt einfach nur eine Montage, denn wenn ich offene Visierung schießen will, nehme ich das Hauptsystem und mache das wieder drauf, dann kann ich damit ganz normal schießen. Es ist eine Montagebasis, wie sie draußen auf dem Markt teilweise auch erhältlich ist, zu unterschiedlichen Preisen, kriegt, wie gesagt, nahezu überall zu kaufen. Entsprechende Winkel angepasst für den Schwalbenschwanz meiner CZ75 der alten Version. Es ist natürlich jetzt nicht so schick, dass es an die Konturen der Waffe angepasst ist, aber für mich spielt die Optik eine geringere Rolle, für mich muss es funktionieren. Ein großes Dankeschön auf jeden Fall an Timo für die Neugestaltung der Montagebasis. Ich habe das mal oben im Wohnzimmer anhand der Laserpatrone mal kurz probiert, auf eine kurze Distanz. Ich werde das Ding einschießen auf roundabout 15 Meter, denn der nächste Wettkampf, der hiermit bestritten wird, ist EPP Optical Sight. Und da will ich eine mittlere Einstellung haben, da ich ja auf unterschiedlichen Distanzen bin. Und es hat den Anschein, dass ich tatsächlich 1 zu 1 die Einstellung von vorher übernehmen konnte und der Laserpunkt zumindest mal mit der Eagle Impact Patrone war bei, sage ich mal, roundabout 10 Meter im Moment Fleck drin. Das heißt, ich kann sie jetzt noch ein bisschen fein justieren und dann passt das. Also ihr seht, auch das geht. Das ist natürlich jetzt ein ganz klein wenig flacher, als die Montage vorher war. Ist aber auch letzten Endes ein bisschen besser, da sie so ein bisschen besser und schneller erfassbar ist. Und das ist die Neuausgabe CZ75 mit Optical Sight hier, ein Dr. Sight.